Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Yoga ABC. An meiner Seite die Maren, die ihr schon kennt. Und wir haben heute für euch mitgebracht den Buchstaben J. J wie Janu Shirshasana. Was sich dahinter verbirgt, werden wir euch in diesem Video zeigen. Du brauchst keine Hilfsmittel. Du könntest mit Hilfsmitteln arbeiten, aber für die klassische Ausrichtung brauchst du erstmal keine Hilfsmittel. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. So, und was sich hinter diesem mysteriösen Begriff Janu Shirshasana verbirgt, darf die Maren erstmal ihr linkes Bein nach vorne ausstrecken. Janu Shirshasana heißt übersetzt so viel wie Kopf zum Knie Position. Und ihr könnt ganz bequem erstmal sitzen, schauen, dass das Becken gut geerdet ist. Wir machen in diesem Fall die linke Seite, dafür das rechte Bein anwinkeln, das Knie kippt zur Seite. Und du schaust mal, wo dein Fuß bequem innen am linken Bein ankommt. Ob das jetzt die Kniehöhe ist oder ein bisschen höher Richtung Oberschenkel, das macht nicht so viel aus. Wichtiger ist, dass du mit dem Oberkörper Richtung ausgestrecktes Bein ausgerichtet bist. Du kannst dir vorstellen, dein Bauchnabel, der zieht Richtung linkes Knie an dieser Stelle. Dann kannst du mal die Arme nach oben heben, um den Rücken ganz lang zu machen, die Flanken ganz weit zu machen. Und dann atmest du tief ein. Und lehnst dich weit nach vorne und schaust mal, ob du deinen Fuß oder dein Bein dort unten greifen kannst. Genau, lässt deinen Kopf sinken. Ihr dürft diese Übersetzung Kopf zu Knie nicht zu wörtlich nehmen, weil man könnte auch einfach den Kopf dann so sinken lassen, der Rücken ist direkt rund. Es ist aber wichtig tatsächlich in dieser Position, dass man versucht, die Länge im Rücken beizubehalten. Also hätte ich eine Namensveränderung hier vorgenommen, hätte ich gesagt Herzraum Richtung großer C-Position, nicht Kopf zu Knie. Und damit du ein bisschen mehr das Gefühl für die Länge nach vorne mit in die Position nimmst. Heißt aber nicht, dass du den Kopf anstrengen musst, du darfst ihn wirklich entspannen. Die Maren ist sehr stark gedehnt, deswegen kommt sie auch tief und kann den Kopf sogar ablegen. Und das wäre die Stelle für ein Hilfsmittel, falls du diese Position üben möchtest und ein großer Abstand zwischen deinem Kopf oder zwischen deinem Oberkörper und dem Bein ist, dann kannst du ein Kissen dazwischen legen, ein Polster oder eine Decke und es dir bequem machen, dass du hier ein bisschen bleiben kannst. Mit jeder Einatmung stell dir vor, der Rücken streckt sich in die Länge und mit jedem Ausatmen erlaube dem Oberkörper ein bisschen tiefer zu sinken. Ein paar Atemzüge hier, damit schön die Körperrückseite gedehnt. Und noch zweimal tief einatmen. Sehr schön. Und aus. Und ein. Und aus. So, das war unser kleines Video zum Buchstaben J wie Janu Shirshasana. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir uns dem Buchstaben K widmen. Bis dahin, alles Gute. Shirshasana.